Coole Auswahl. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wer bist denn du? Hi, ich bin die Jay. Hallo Jay. Hi. Deine Interpretation von dem Song, fantastisch. Dankeschön. Mich hast du total ins Herz getroffen. Habe ich mir schon gedacht, dass du das gerne magst. Ah, was ist da? Was ist da? Janis Joplin war eine wirklich außergewöhnliche Sängerin, die alles bis zum Limit ausgekostet hat. Ich hoffe, dass du das auch vorhast, aber in einer anderen Form und nicht so kurz. Ja, ja, genau. Und ich würde dir gerne dabei, so gut ich kann, ein wenig behilflich sein. Komm her, Marti. Dankeschön. Liebe Jade, was machst du sonst, wenn du nicht gerade Musik machst? Ich mache sehr, sehr viel Musik, auch in meiner Freizeit. Aber arbeiten tue ich als Barista. Boah, Barista. Ey, gut, es gibt nichts über guten Kaffee, liebe Freunde. Ohne guten Kaffee ist der Tag nichts wert. Ja? Okay, super. Weißt du, mein erstes Konzert damals war, als ich 13 war, Joe Cocker. Diese ganze Musikart, ne? Ich fand auch Aretha Franklin immer super. Und dann war ich damals total verknallt in Janis Joplin. Es war halt nicht nur gesungen, sondern es steckte eben auch was dahinter. Es war immer noch eine Message da. Und ich hatte so das Gefühl, wer sich so eine Nummer aussucht, ne, da steckt ein bisschen mehr dahinter als in Anführungsstrichen nur die Leidenschaft zur Musik, sondern derjenige will mit dem, was er da macht, ne, was hinterlassen. Und deswegen war ich sehr, sehr neugierig und habe mich umgedreht und dachte, sowas dürfen wir hier bei The Voice of Germany nicht gehen lassen. Dankeschön. So schwierig, so schwierig. Ich wünschte, ich hätte so einen Kaffeebecher, wo du einfach den Namen draufschreiben könntest. Aber falsch, oder? Welchen Namen würdest du jetzt auf den Kaffeebecher deines Herzens schreiben? Oh, echt schwierig, echt schwierig. Ich habe jetzt so zwei Kandidaten, die echt... Oh. Pass auf, ich hätte dir gerne noch was zu sagen. Gerne. Willst du dich währenddessen hier auf diesen Stuhl setzen? Ich sag nicht nein dazu. Okay, komm her. Herzlich willkommen. So, es gibt einen Song, der ursprünglich von Bob Dylan ist. Der Song sagt eigentlich alles, was man jemandem sagen möchte, wenn man sagen will, gib mir ein Stück deines Vertrauens auf diesem Weg hier. Okay? Okay, warte mal. When the rain is
Ich würde mich sehr freuen, wenn du in mein Team kommst. Wie kann ich dazu Nein sagen? Ich denke, auf meinem Becher steht Stefanie. Wirklich? Ja! Ja!